Für viele von uns ist so ein Flugstopp eine ziemlich unvorstellbare Idee. Aber machen wir trotzdem mal das Gedankenexperiment. Was würde denn konkret passieren, wenn ab morgen kein einziges Flug mehr in die Luft steigen würde? Klar, so Tauchferien auf den Malediven kommen eigentlich nicht mehr in Frage. Die Anreise mit dem Schiff würde ja ewig dauern. Aber interessant ist auch mal zu überlegen, was denn das für die andere Seite bedeuten würde. Was würde denn das heissen für die Insel im Indischen Ozean? Malediven ist einer von diesen Tourismusorten, wo zum grössten Teil vom Tourismus abhängig ist. Das heisst, wenn Kundschaft nicht mehr mit dem Flugzeug gebracht wird, dann braucht es das Hotel nicht mehr, dann braucht es die Hotelangestellten nicht mehr, das Restaurant, weiss ich was alles. Das heisst, ihre Geschäftszüge würden komplett wegfallen. Touristinnen und Touristen würden sich wahrscheinlich andere Destinationen aussuchen, wo man auch ohne Flugzeuge ankommt. Dann werden vielleicht die italienische Mittelmeerküste überlaufen. So ein Flugstopp würde also den ganzen Tourismus verändern. Die Malediven könnten also quasi wieder zum Fischerdorf werden und wir müssten unsere Ferien schon ein bisschen anders planen. Aber gut, im Vergleich zu einer Familie, die über die ganze Welt verstreut lebt, wäre ja das noch ein kleines Opfer. Die könnten sich ohne Flug nicht mehr einfach so schnell besuchen. Und auch fatale Folgen hätte das natürlich für die ganze Flugbranche, sagt Michi Wiemen. Er ist Aviatik-Experte beim SRF und selber Pilot und beobachtet die Branche seit langem. Wirtschaftlich wären die Auswirkungen gigantisch, weil es schaffen so viele Menschen weltweit in dieser Luftfahrt oder in angegliederten Branchen. Wenn man es allein in Zürich anschaut, am Flughafen Zürich, bei allen Firmen, die es da gibt, arbeiten um die 27'000 Menschen. 8'000 Leute allein bei der Swiss. Die wären alle auf den nächsten Tag arbeitslos. Die Firmen würden Konkurs gehen, liquidiert werden. Und gleichzeitig würde das wie ein Flächenbrand auslösen. Weil es sind nicht nur die Leute, die bei einer Fluggesellschaft oder am Flughafen arbeiten, die ihren Job nicht mehr hätten, sondern es würde sich auswirken auf ganz viele andere Branchen, die abhängig sind und leben von diesen Gästen, die per Flugzeug in die Schweiz gebracht werden. Aber mit den Flugis werden ja nicht nur Menschen transportiert, sondern auch ganz viele wertvolle Waren. Auf vieles könnte man verzichten, wie zum Beispiel essreife Mangos oder Papaya oder auch das neueste Handy. Aber per Luft werden eben auch ganz viele teure und wichtige Sachen verschickt. Also wenn wir ins Extreme gehen wollen, wenn es Ersatzteile von der Beatmungsmaschine muss aus dem Ausland geliefert werden, dann ist es entscheidend, ob das in ein paar Stunden oder in ein paar Tagen da ist. Und noch extremer ist es, wenn die Spendernieren aus Polen müsste schnell in die Schweiz kommen, dann kann man nicht sagen, geht doch besser auf den Zug. Sondern dann geht es eben um die entscheidenden Stunden und Minuten. Entscheidende Abläufe und wichtige Lieferketten, die sich im Verlauf der Globalisierung eingespielt haben, würden unterbrochen werden. Alles, aber auch wirklich alles, müssen wir echt neu denken. Der Preis scheint extrem hoch. Steht denn das überhaupt noch im Verhältnis zu den positiven Auswirkungen, die so ein Flugstopp aufs Klima hat? Der Klimaexperte von der ETH, der Reto Knutti, sagt, im Moment eigentlich nicht. Der CO2-Ausstoß der Fliegerei ist etwa 2-3% weltweit. Mit den indirekten Effekten Ruß-Kondensstreifen sind wir bei 5%. Das klingt noch relativ wenig und hat man das Gefühl, das bringt es vielleicht nicht. Aber in der Schweiz sind das schon 20%. Und wenn alle so viel möchten fliegen wie die in der Schweiz, dann wären das riesige Zahlen. Wir Schweizerinnen und Schweizer sind also ein Volk von Vielflügern. Im Vergleich zu unseren Nachbarländern steigen wir etwa doppelt so häufig in ein Flugzeug. Und wenn man so überlegt, dass Flüge bis zu 100 Mal mehr Emissionen produzieren kann als Bus, Bahn oder zusammen in einem Auto fahren, dann stellt sich natürlich auch die Frage, was ist denn die beste Alternative? Natürlich abgesehen vom gar nicht überhaupt in ein Flugzeug steigen. Es gibt biologische Treibstoffe, z.B. aus Zuckerrohr, die sind aber problematisch, weil wir die Nahrungsmittelversorgung konkurrenzieren. Und dann gibt es synthetische aus Sonnenlicht oder Strom, die wären im Prinzip dann CO2-neutral. Allerdings haben die im Moment noch sehr hohe Kosten und sind nur in sehr kleinen Mengen verfügbar. Ändern würde sich das nur, wenn die Politik eingreifen würde, sagt der Experte. Zum Beispiel, wenn man die Fluggesellschaften zwingen würde, ihre Tanks nicht nur mit Kerosin zu füllen, sondern zum Teil auch mit synthetischen Treibstoffen. Und nach dies nach würde man dann irgendwann ganz umsteigen. Aber auch das lange noch nicht wirklich. Langfristig, wenn wir das wollen, dann braucht es eine Infrastruktur auf der ganzen Welt, die die synthetischen Treibstoffe herstellt und transportiert und verteilt, sodass der ganze Flugzeugsektor von dem könnte und müsste tanken. Bis das Tatsache sei, können es aber noch bis zu 30 Jahre dauern. All diese Szenarien, die wir jetzt gehört haben, die zeigen eigentlich auf, dass eines Tages kein Flug mehr in die Luft wird steigen. Ist ziemlich unwahrscheinlich und kaum umsetzbar. Aber vielleicht ist das Gedankenexperiment eben doch für etwas gut. Wir haben in der Vergangenheit sehr viel auf den bestehenden Muster weiterdenkt und haben gedacht, das geht ja schon irgendwie. Aber die letzten Jahre haben uns gezeigt, auf verschiedensten Ebenen, von Pandemien, von Krieg, von Lieferketten, von Inflation, dass die Zukunft nicht immer
eine lineare Fortsetzung ist von der Vergangenheit. Und wir müssen lernen, das Ganze neu denken und völlig anders anpacken. So Gedanken zu spinnen, das zeigt einerseits Grenzen auf. Auf der anderen Seite zeigt es aber auch, die Welt ist kreativ und es gibt eigentlich schon alternative Lösungen. Aber eine Welt ganz ohne Flugzeug, das bleibt wahrscheinlich eine utopische Idee.